Herzlich willkommen beim Thekentalk hier aus dem Anyway aus Köln. Wir haben heute Vera zu Gast zum Thema Vielfalt in der Community. Sie kommt aus Ghana und ist, wie man sieht, Migrantin. Aber erstmal stoßen wir an. Prost. Also, erzähl doch mal, Coming Out in der Familie, wie war das für dich? Also, ich habe mich erstmal mit meinem Coming Out selber beschäftigt und dann bin ich dann ins PULS gekommen, das Jugendzentrum Düsseldorf. Und daraufhin habe ich sehr viele Zeitschriften über Coming Out, lesbisch zu sein, bekommen. Und daraufhin kam wie meine Schwester mal mit mir im Zimmer und hat dann diese Zeitschriften gesehen. Oh. Habe ich daraufhin gefragt, Vera, bist du bisexuell? Meinte ich so, oh nein, es ist für ein Referat gewesen. Komischerweise habe ich wirklich ein Referat gehalten über Homosexualität. Und ja, und dann habe ich dann gesagt, nee, ich bin aber, dann hat sie mich dann halt angestachelt mit Fragen so, ja, warum beschäftigst du dich damit? Ja, Referat und so. Ja, na, bist du vielleicht auch so? Da meine ich, ja, ich bin lesbisch. Okay, wie war die Reaktion darauf? Sehr negativ. Die hat eher gehofft, dass ich halt bisexuell bin. Das ist halt so, das ist nicht so schlimme. Und ja, und nach und bis heute fragt sie mich immer noch öfters halt, ob ich bisexuell sei. Also hat sie das noch nicht so ganz akzeptiert? Nein. Und bei deinen anderen Familienmitgliedern? Ja, ich habe mich von meinen Geschwistern, von meinen jungen Geschwistern habe ich mich auch schon geoutet. Und die wollen das halt noch nicht so richtig wahrhaben. Aber ich erzähle schon, wenn ich eine Partnerin habe, dass ich halt eine Freundin habe zurzeit. Und ja. Und wie ist das bei deinen Eltern? Bei meinen Eltern habe ich mich gar nicht geoutet, weil sie halt sehr streng religiös sind und christlich. Und ja. Welchen Stellenwert hat denn Homosexualität in der Familie bei euch? Also Homosexualität ist ein sehr, so ist quasi ein Thema, wo man halt nicht spricht. Mhm. Und generell, was halt meine Mutter betrifft, hat Homosexualität in Deutschland kennengelernt, als sie hergekommen ist. Und dann war es halt auch etwas, was man halt sonst nicht gesehen hat, Homosexualität auf der Straße, wenn man Männer Händchen halten oder sich küssen. Das war halt eher auch für sie auch ein ganz kultureller Schock. Ja. Und ja. Habt ihr schon mal homosexuelle Paare gesehen, also wo du mit deiner Mutter unterwegs warst? Hat sie da irgendwelche Kommentare zugegeben, oder? Ja, sie warnt das halt unpassend für Kinder. Die meinte, boah, hier sind Kinder, was soll denn das? Und solche Gesten halt. Okay, also negativ. Genau. Wie stellst du dir denn deine Zukunft vor? Also was hast du vor, bleiben auch zu der Beziehung zu den Eltern? Also was ich halt sehr wichtig finde, momentan halt auszuziehen, einfach meinen Freiraum zu haben für mich. Quasi auch einen eigenen vier Wänden. Und generell auch das Thema eher mit kleinen Schritten meiner Mutter nahe zu bringen, dass ich halt lesbisch bin. Meinst du, das wird funktionieren? Also, ihr das zu sagen, eher ja, aber die Akzeptanz würde eher meiner Mutter eher sehr fehlen, weil ich finde, dass sie halt sehr ein großer Sturkopf ist. Und dann bist du ja auch schon in einem Querbelick-Kurzfilm zu sehen. Genau. Und heute bist du hier in der Sendung. Hast du keine Angst, dass deine Eltern das irgendwie mitkriegen oder dass sie das irgendwie finden könnten durch Zufall im Internet? Also, ja, das schon. Aber einerseits finde ich, zu zeigen, dass es halt sichtbar zu sein, für andere Personen im LGBT-Bereich mit Migrationshintergrund einfach mal den Rücken zu stärken, wie ich halt selber sehe in der Community, dass sehr viele Angst haben und verängstigt sind und sehr viel darum kümmern, was andere in der Community sagen. Also, was halt in diesem also Migrationsbereich in der Community halt sagen. Und da möchte ich halt schon präsent sein. Und du bist ja auch öfter in Ghana dann bestimmt? Ja, ich kenne das mehr so im Sommerferienmäßig, ja. So nur bekommt, so Urlaubsziel. Ja, bekommt man da irgendwas, also sind da auch Homosexuelle, bekommt man da irgendwas mit oder ist das ganz Tabuthema-mäßig? Ja, also Homosexuelle sind schon sichtbar in Ghana, also mehr Schwule und transsexuelle Personen, aber die werden halt von der Gesellschaft eher abgelehnt als kranke Menschen und so wird es auch negativ auch gezeigt. Und Lesben kommen ehrlich gesagt gar nicht drin, also sind halt gar nicht sichtbar in der Gesellschaft, aber nur bloß halt durch irgendwelche
Radioshows, wo halt dann irgendwelche Berühmtheiten als so erfahren wurde, dass sie halt lesbisch sind und dann kommt es dann heraus, dann werden halt solche Hasspredigen dann indirekt dann verbunden, dass man halt mehr so religiöse Schiene, dass sie halt, dass man, dass jeder Zuhörer für sie diese Person beten soll, dass sie halt auf den richtigen Weg kommt. Und ja. Okay. Und du lebst es ja also frei aus, dass du lesbisch bist, also in dem Bereich, wie es möglich ist. Und wie ist das, wenn du auf andere triffst? Haben die Probleme mit deiner Migration? Ja, also sehr stark. Also meistens wird halt Migration darin verbunden, Probleme. Und mit dieser Person möchte ich halt nichts zu tun haben. Aufgrund des Migrationshintergrunds denke ich dann, wo es so, hey, es gibt auch andere, die auch geoutet sind. Es gibt auch andere, die halt ganz anders leben. Und das finde ich halt sehr schade. Okay. Und wie ist es mit Landsleuten, also lesbische oder generell queere, Schwarze, wie nimmst du das wahr? Ja, also durch die Communities ist man halt viel mehr durch Facebook dann irgendwie dann verbunden, hat man halt dann Kontakte zueinander und man trifft sich auch dann irgendwie am Wochenende. Und also generell bei den Jugendlichen ist es ziemlich stark homophob, dadurch, dass halt, also ich kann jetzt nur bloß von meiner Community aussprechen, dass halt sehr viele noch regelmäßig zur Kirche gehen und dass ebenfalls sehr stark homophob gepredigt werden. Und dadurch, dass auch noch so ein größerer Hass schnürt bei den Jugendlichen. Hast du denn viele farbige Freunde? Also auch queere Freunde? Ja, ich habe viele queere farbige Freunde, aber farbige Hetero-Freunde habe ich ehrlich gesagt nicht. Nicht. Aber die zeigen sich auch nie eigentlich so. Also man hört ja wenig über Schwarze. Einfach. Nein, ehrlich gesagt nicht. Das finde ich auch sehr schade. Und wenn du gehst ja auch auf Partnersuche, ganz bestimmt wie jeder andere. Und wie machst du das dann, oder? Ja, also die meisten Personen ja nicht online kennen, also auf irgendwelchen Internetseiten auch oder sucht durch Freunde halt, so man ist irgendwie vernetzt. Und ja, dann lerne ich halt einige Personen kennen. Klappt das denn meistens gut? Also kann man mit denen offen reden, kann man sich offen mit denen treffen oder scheitert es da öfter mal an bestimmten Dingen? Also es ist immer unterschiedlich, je nach Person. Und ja, aber es ist meistens halt scheitert das aufgrund meiner Migrationshintergrund. Haben die eher das Gedanken darüber, nee, es gibt bestimmt Ärger oder so nicht ist und ja. Gut, aber du hast mir erzählt, dass deine drei letzten Freundinnen ja auch zumindest zwei davon auch Migranten waren. Genau. War das denn bei denen häuslich auch ein Problem oder hast du die gerade danach ausgesucht? Ehrlich gesagt nicht. Das war so, häuslich war das bei einer Person das genau dasselbe Problem wie so bei mir. Halt generell, es war ja nicht so, dass ich halt niemanden zu Besuch haben durfte, sondern eher dieses lange Wegbleiben und diese Fragen, ja, wer ist denn dies und wer ist denn das? Und ja, und bei der anderen Person war es eher nicht so. Okay. Und dann engagierst du dich ja auch ehrenamtlich Impuls in Düsseldorf, sogar im Bereich Kultur und Coming Out dann. Und was macht ihr da genau? Was sind so eure Aufgabenbereiche? Ja, also wir versuchen halt mit Kulturimpuls, dass halt mehr Jugendliche mit Migrationshintergrund sich viel mehr mit das Thema Coming Out und mit ihrem Land beschäftigen, legen wir halt sehr starken Schwerpunkt darauf. Und generell sind auch andere Personen auch herzlich willkommen, es ist halt ein offener Treff. Und da sprechen wir halt solche alltäglichen Themen, was ist halt, wie es ist halt mit den Familienmitgliedern umzugehen. Wie es ist halt mit den kulturellen Aspekten und welche Sachen, die man halt, so Probleme, die man hat, wie es generell ist, die Kommunikation zwischen den Eltern. Gibt es da irgendwas, wofür du hauptsächlich zuständig bist, also wofür gerade du dann immer da bist? Nein, ehrlich gesagt nicht, weil wir teilen uns die Aufgaben dort und ja, je Und nachdem. die Leute sprechen dich dann immer, also die kommen dann mit Problemen zu euch. Und Genau. was für Probleme sind das immer meistens? Also momentan nicht viel mehr mit Problemen sein. Wir machen öfters Themenabende, wo wir halt dann solche Probleme auch schildern. Zum Beispiel Religion ist halt sehr starkes Thema ebenfalls, was halt Religion mit Coming Out zu tun hat, wie sich halt andere religiöse Personen sich mit dem Thema ihrer Homosexualität überhaupt beschäftigen. Solche Sachen greifen wir eher auf und diskutieren darüber und wollen auch meistens auch einige Meinungen hören und darauf legen wir auch sehr viel Wert. Gibt es viele Migrantenimpulse? Ja,
Ja, wir sind halt so eine gemischte Truppe. Ja. Okay. Und dann, warum ist es denn wichtig, dass gerade, also warum setzt du dich gerade dafür ein, dich öffentlich zu zeigen? Ja, weil ich halt sehr stark sehe auf den ganzen CSDs in NRW, dass sehr viele Personen mit Migrationshintergrund ebenfalls da sind. Aber einerseits sieht man sie in solchen Jugendzentren überhaupt gar nicht. Und ich finde, dass man genau solchen Sachen stärker zusammenhalten sollte und generell solche kulturellen Sachen auszutauschen und dann besser, was auch sprachlich auch ziemlich gut ist, dadurch, dass halt die meisten Migranten halt die Muttersprache sprechen und dann die Verständlichkeit auch zwischen Mutter und Tochter. Also meine Mutter kann zum Beispiel nicht so gut Deutsch sprechen, also ich spreche halt auf unserer Muttersprache halt mit ihr. Gibt es auch solche Sprachbarrieren und dann, wenn ich halt jemanden hat, der vielleicht dann aus demselben Land kommt, dann halt vielleicht viel mehr sprachliche Erfahrungen hat, kann der dann mir vielleicht ein paar Tricks sagen, wie ich das halt einigen Sachen meiner Mutter halt verständlicher machen könnte. Das reicht erst mit dem Thema Coming Out. Also setzt du dich dafür ein, dass es mehr, dass ihr mehr präsent seid, auch Migranten gerade. Okay. Ja, dann kommen jetzt zum Ende noch die fiesen Fragen. Davon kannst du dir drei aussuchen, die Okay. ich dir dann stelle. Und stelle auf den. Okay. So, dann haben wir da als erstes. Wurdest du aufgrund deiner Migration und Sexualität schon gemobbt? Ja. Wann oder wie war das? Also, vor kurzem, also nicht so richtig vor kurzem, so in der Oberstufe. Und Ja. was haben die gemacht? Also dieses Informationen von mir herausfinden, ob das stimmt, dass ich halt lesbisch bin, hinter meinem Rücken reden. Also ehrlich gesagt, war der Hintergedanke, Screenshots zu haben, beweisen, dass ich halt lesbisch bin. Und das fand ich halt ziemlich dreist an Personen, die ich gar nicht kannte persönlich. Dass ja, die halt dann meinen Freundeskreis ausgefragt haben. Okay, dann zweitens. Hast du Sexdates? Nein. Gar nicht. Nein. Okay. Und dann als drittes, welche Vorlieben hast du bei anderen Mädchen? Gibt es da irgendwelche? Okay, ja. Also, was ich schön finde, ist Po. Und ja, das war's. Okay, dann bedanke ich mich bei Vera und nehmt euch ein Beispiel an Vera. Sie zeigt Präsenz für Migranten und setzt sich ein, dass diese sich öffentlich mehr zeigen. Dankeschön.